Jo Freunde, was geht ab? Ja Freunde, ich weiß, ich war sehr, sehr lange nicht mehr am Start. 4 Monate oder fast schon 5 Monate lang. Aber dafür, dass ich so lange weg war, wird auf jeden Fall eine Verlosung als Entschuldigung kommen. Ich teste eure Essenskombinationen aus. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was kann ich miteinander kombinieren. Und ihr habt mir wirklich richtig geile und auch leckere, teilweise nicht so viele, aber auch wirklich nicht so leckere Essenskombinationen genannt. Aber das meiste wird richtig lecker sein. Ich würde sagen, fangen wir mit dem ersten Essenskombination an. Let's go! Hier die erste Kombination, die ich von euch vorgeschlagen bekommen habe. Chips mit Brötchen, aber leider hatte ich keine Brötchen mehr. Ich habe Brötchen, jetzt dieses Dönerbrot hier verwendet. Und Ketchup, Freunde. Ihr wisst schon, ich sollte auf jeden Fall Brötchen und da rein Chips tun. Und dann noch Ketchup und das dann testen. Ich bin gespannt, wie das schmecken wird. Und das werde ich jetzt ausprobieren. Pommes, Freunde. Jetzt Ketchup drauf. Also ich bin echt gespannt, wie das jetzt schmecken wird, weil das habe ich noch nie gemacht. Ich bin gespannt, wie das Ganze schmecken wird. Ihr fragt euch wahrscheinlich, schmeckt das oder schmeckt das nicht? Freunde, das schmeckt wirklich unnormal geil, richtig knusprig. Ich finde, Ketchup passt unnormal mit Chips. Diese ganze Kombination und auch noch das Brot, das passt einfach 1A, Freunde, wirklich richtig lecker. So, Freunde, jetzt kommen wir auf jeden Fall zur zweiten Essenskombination. Boom, Freunde, ihr seht schon, jetzt kommen wir zur zweiten Essenskombination. Kinderriegel mit Honig und Toast. Und das Ganze packen wir dann in einem Sandwich-Maker rein und probieren es dann. Und ich bin gespannt, wie das jetzt schmecken wird. So. Jetzt schmeiße ich da Honig rein. Und das Ganze packen wir jetzt auf einen Sandwich-Maker rauf. Hier, mein Sandwich-Maker. Da werde ich jetzt das hier reintun. Das sieht aber auch schon so richtig lecker aus. Bin richtig gespannt, wie das schmecken wird. Die Idee fand ich besonders richtig geil. Wer hat das von euch schon mal gemacht? Wenn ja, dann schreibt jetzt Hashtag ja. Wir warten jetzt eine Weile. So, Freunde, fertig ist es auf jeden Fall. Und ich muss sagen, riechen tut das auf jeden Fall richtig Bombe. So, jetzt bin ich gespannt, wie das Ganze natürlich schmecken wird. Kinderriegel, Toastbrot und Honig drauf. So sieht das Ganze aus. So, und jetzt werde ich es probieren. Ah, hau ran. Mega, mega lecker. Richtig geile Idee. Auf diese Idee habe ich mich auch gefreut und diese Idee hat sich gelohnt. Freunde, macht es auf jeden Fall mal nach und ihr werdet sehen, wie geil das einfach nur schmecken wird. Das hat wirklich extrem geil geschmeckt, Freunde. Wirklich richtig geil. Und dann kommen wir jetzt zur dritten Essenskombination. Boom, Freunde, ihr seht schon, jetzt kommen wir zur dritten Essenskombination. Eistee mit Cola. Warum Eistee mit Cola? Freunde, die Idee habe ich auch von euch auf Instagram zugesendet bekommen. Warum gerade die Idee? Weil, Freunde, ich habe noch nie Eistee mit Cola getestet. Also Cola mit Fanta, Cola mit dies, aber wirklich Cola mit Eistee habe ich noch nie getestet. Und ich bin gespannt, wird das schmecken, wird das nicht schmecken? Wer hat es von euch schon mal ausprobiert? Wenn ja, dann schreibt Hashtag Cola Eistee, Freunde. Dann sehe ich, ihr habt es schon mal getestet. Ich habe extra viel Cola gemacht, weil ich mir unsicher bin, ob das überhaupt schmecken wird. So. 3, 2, 1, go! Ich finde, das schmeckt irgendwie besonders.
Einfach nur besonders, mehr kann ich nicht sagen. Wenn ihr das schon mal probiert habt, wie gesagt, Hashtag Cola Eistee, dann weiß ich Bescheid, dass ihr das schon mal ausprobiert habt. Es ist Geschmackssache, ich find's lecker. Und ja, kommen wir jetzt zur vierten Essenskombination. Ihr seht's, Döner mit Nudeln. Aber bevor ich das jetzt machen werde, muss ich jetzt erstmal ein Thumbnail machen. Nicht wundern, Freunde, jetzt erstmal Thumbnail. Thumbnail erledigt und jetzt werde ich auf jeden Fall die Nudeln in den Döner reintun. Aber davor werde ich einmal den Döner so probieren, weil der sieht einfach so richtig geil aus. Ihr seid mir ehrlich, Freunde. Und jetzt mit Nudeln drinne. So, Freunde, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Nudeln ist auf jeden Fall drin und probiere ich es mal aus. Auch das hat geballert. Auch das hat richtig geil geschmeckt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nudeln passt mit. Das passt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Apropos Nudeln mit Döner. Hier im Restaurant, bei uns in der Nähe, kennt ihr, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, Rigatoni. Das will ich euch auf jeden Fall backen. Ich will Rigatoni machen. Rigatoni, ihr wisst doch, was Rigatoni sind. Die sind Nudeln. Dann Döner, dann Rigatoni und das überbacken mit Käse in den Ofen rein. Das schmeckt so geil. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt das Hashtag Rigatoni ab in die Kommentare, dann sehe ich, ihr habt Bock drauf. Und das werde ich euch vormachen. Natürlich werde ich Hilfe holen von den Leuten, die das richtig gut kennen. Aber Freunde, das werde ich auf jeden Fall machen. Und das schmeckt richtig geil. Ihr werdet sehen, wie geil das schmeckt. Ihr werdet sehen einfach, wie das aussieht. Und boah, wenn ja, dann schreibt jetzt Hashtag Rigatoni und gebt ein Like dafür. Ihr wisst Bescheid. Jetzt kommen wir, glaube ich, zur fünften Essenskombination. Boom, Freunde, ihr seht's. Ihr seht, was ich hier gerade alles auf dem Tisch habe. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Toastbrot wieder, Nutella, Erdbeeren und hier sind, jetzt wollte ich das gerade auf Kurdisch sagen. Wie heißt die noch auf Deutsch? Bananen, genau. Erdbeeren und Bananen, aber die Bananen werde ich jetzt noch nicht verwenden. Nur die Erdbeeren. Schreibt in die Kommentare rein, was für Essenkombination ich kombinieren kann. Schreibt so viele Ideen rein, wie ihr nur könnt. Denn ich werde eure Ideen auch einblenden. Ich werde ein Screenshot machen und die einblenden und euch natürlich dann auch grüßen, Freunde, wenn ihr Bock drauf habt und wenn ihr das wollt. Wenn ihr wollt, dass ich einen zweiten Teil mache, bombardiert die Likes, Freunde. Jetzt wird probiert. Einmal muss ich das, die Nutella ist noch nicht geöffnet, die muss ich einmal mit euch zusammen öffnen. Denn das ist traditionell. Oh, seid mir ehrlich, Freunde. Jetzt erstmal das hier rein. So, Freunde, ich denke mal, das reicht. Tschüss. Fresh getoastet. Oh. So, als erstes schmeiße ich da jetzt Nutella auf. Ich weiß nicht, Freunde, ich kann irgendwie überhaupt nicht schmieren. Ich habe voll Probleme damit. Wer kann von euch auch nicht schmieren? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich voll interessieren, ob ich der Einzige bin, der nicht so richtig gut schmieren kann. So, und da drauf jetzt Erdbeeren. So, Freunde, ich zeige euch das mal ganz kurz vom Nah. So sieht das Ganze aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das schmecken wird. So, Freunde, Erdbeeren mit Nutella, Toastbrot. Bin gespannt, wie das schmecken wird. Habe ich noch nie probiert. Boah, die Erdbeeren sind richtig. Die zerfallen so geil in den Mund, ne? Was soll ich sagen, Freunde? Das erklärt schon alles. Einfach nur lecker. Einfach nur lecker. Schreibt alle, wenn ihr das schon mal probiert habt. Erstmal Hashtag Erdbeer Nutella. Kommen wir zur nächsten Essenskombination. Seid gespannt und let's go. Ihr seht's, Honig, Milch. Ich werde jetzt auf jeden Fall Honig mit Milch probieren. Die Idee habe ich auch auf Instagram bekommen. Und ja, ich habe es schon mal probiert, aber als ich es probiert habe, das war glaube ich schon 2-3 Jahre her, als ich das probiert habe. Und jetzt werde ich es wieder probieren. Bin ich gespannt, wie das schmecken wird. Ja, wenn ihr das schon mal probiert habt, dann schreibt in die Kommentare rein. Hashtag Honig, Milch. Dann sehe ich, ihr habt es schon mal probiert. Ich finde aber an sich Milch auch richtig lecker. So, jetzt mit Honig. Ich glaube, das sollte jetzt reichen. Rühren wir das Ganze um. Und probieren wir die ganze Sache.
Boah, schmeckt unnormal lecker. Die Kombination mit Milch, das passt 1A. Ohne Scheiß, das schmeckt richtig geil. Auf jeden Fall kann ich auch nur sagen, unnormal lecker. Danke für deine Idee. Und Freunde, danke an jeden Einzelnen, die mir auf Instagram die Ideen gesendet haben. Danke an jeden, die mir geholfen haben, dieses Video zu drehen. Und ja, Freunde, jetzt kommen wir zur nächsten Essen-Kombination. Boom, Freunde, ihr seht's. Mayonnaise, Nutella, wieder Toastbrot. Bevor ich jetzt damit anfangen werde, wundert euch nicht, dass mein kleiner Bruder weg ist, denn meine Eltern sind einkaufen und er wollte da unbedingt mit. Von dieser Idee, bin ich ehrlich, war ich nicht so überzeugt, aber dachte ich mir, probiere ich es einfach aus. Warum nicht? Ja, bin gespannt, aber Bock drauf habe ich nicht. Also das sieht ehrlich gesagt nicht appetitlich aus. Wer hat's schon mal von euch gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr sowas schon mal ausprobiert habt. Nutella mit Mayonnaise, aber ich probiere es einfach aus. So, das sieht echt unappetitlich aus, aber... Ah! Ich glaube, ich brauche gar nicht weiter reden. Trotzdem danke für die Idee. Boah! Ihr seht's, Ananas. Boah, ich finde das Wasser so lecker. Erdbeeren werde ich nicht benutzen. Banane, Ananas, Nutella und Schlagsahne. Schlagsahne wurde mir nicht vorgeschlagen, aber ich dachte mir, probiere ich das Ganze mal mit Schlagsahne. Ich glaube, das wird richtig geil schmecken. Jetzt Bananen. Jetzt Ananas. Ich zeige euch das mal kurz von nah. So sieht das Ganze von nahen aus. So, und werde das Ganze jetzt probieren. Was da richtig geil ist, sind die Ananas. Das rettet alles so. Bananen auch geil, aber Ananas macht das Ganze so richtig lecker. Kommen wir jetzt zur nächsten Essenskombination. Ich glaube, ihr könnt es schon erkennen. Eis, Pommes. Ich werde Pommes mit Eis essen. Das habe ich schon mal probiert, werde ich, weil die Person es unbedingt wollte, es nochmal probieren. Freunde, wer hat von euch auch damals immer, das war lange her, dass ich das gemacht habe, aber immer, wenn ich bei McDonald's war, immer Pommes mit Eis, also McSunday Eis. Das war wirklich richtig lecker. Probiere ich das jetzt mal zu Hause. Boah, Pommes mit Eis, das passt einfach richtig geil. Jetzt mal mit Vanille. Und jetzt mal mit Erdbeer. Schmeckt auf jeden Fall richtig geil. So, Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Wenn ja, Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid. Check mich auf Instagram ab. Check mich auf Snapchat ab. Überall, wo es nur geht. Seid wieder aktiv. Wenn ihr jetzt noch da seid, Freunde, ich weiß, ich war lange nicht mehr da. Wenn ihr noch da seid, schreibt alle Hashtag aktiv, spamt die Kommentare. Spam, schreibt Hashtag aktiv, zeigt, wo ihr seid, Freunde. Zeigt, wie stark unsere Community ist. Das war's mit diesem Video. Alle Hashtag aktiv, ihr wisst Bescheid. Ciao und bis zum nächsten Mal.